Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Ressourceneffizienzmagazins der Hochschule in Pforzheim. Was wir hier in Europa täglich an Produkten verbrauchen, ist ohne die Rohstoffe aus anderen Ländern nicht denkbar. Zum Beispiel Mineralien, Agrarprodukte oder Holz aus Brasilien. Mitten im Herzen des Amazonasgebietes fand jetzt ein Symposium zur Nachhaltigkeit statt, wesentlich initiiert und mitgetragen von baden-württembergischen Hochschulen. Santarém liegt direkt am Amazonas im Bundesstaat Pará, etwa 600 Kilometer von der Küste entfernt. Die Stadt liegt mit ihren 250.000 Einwohnern an der Mündung des Flusses Tapajós, der selbst zu den Giganten gehört. Er führt sechsmal so viel Wasser wie der Rhein. Sein klares Wasser vermengt sich bei Santarém mit dem gelben Wasser des Amazonas, ein Schauspiel, das faszinierend aussieht. Bei Santarém liegen auch die schönen Süßwasserstrände von Alta do Chão, die gerne als Karibik des Amazonas bezeichnet werden. In dieser Stadt fand nun das 6. deutsch-brasilianische Symposium zur nachhaltigen Entwicklung statt. Seit 5 Jahren gibt es in dieser strukturschwachen Region am Amazonas eine neue Bundesuniversität, die UFOPA. Das Symposium wurde mit maßgeblicher Unterstützung aus Baden-Württemberg durchgeführt. Zentrale Themen waren die Bedeutung des Amazonas, die ökologischen und sozialen Probleme, aber auch die wirtschaftlichen Potenziale einer nachhaltigen Bioökonomie. Die globalen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, wie das weltweite Bevölkerungswachstum, die damit verbundene Ressourcenverknappung und der Klimawandel, erfordern einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen. Der Strukturwandel von einer fossil gestützten zu einer mehr auf Biomasse basierenden energie- und rohstoffeffizienten Wirtschaft muss unser langfristiges Ziel sein. Dabei kommt der Bioökonomie, die sich auf nachwachsende Rohstoffe anstatt von fossilen Rohstoffen stützt und die Entwicklung neuer Technologien fördert, eine entscheidende Bedeutung zu. Brasilien als sehr rohstoffreiches Land wird hier in Zukunft eine Schlüsselrolle spielen. Nachhaltigkeit beginnt zwar im eigenen Haus, erfolgreich ist sie aber nur, wenn wir die Ländergrenzen vergessen und partnerschaftlich Hand in Hand arbeiten. Für die Universität in Santarém hat das Symposium eine große Bedeutung. Vieles im Amazonasgebiet ist noch unerforscht. Die Probleme sind groß. Das fängt bei der Erschließung und Infrastruktur des Landes an, geht über die sozialen Probleme der Bevölkerung bis zu den ökologischen Problemen. Bildung ist deshalb ein Schlüsselthema. Kaum jemand macht sich eine Vorstellung von der Größe der Amazonasregion. Sie bedeckt 60% der Fläche Brasiliens, aber nur 10% der 200 Millionen Brasilianer leben hier. Der Druck, das Land zu nutzen, ist deshalb immens. Regenwald wird in Weideland, Soja- und Maisplantagen umgewandelt, nicht um die eigene Bevölkerung zu ernähren, sondern um zum Beispiel Futtermittel zu exportieren. Soja wird direkt am Amazonas verladen und nach Europa oder in die USA transportiert. Bereits vor dem Zweiten Weltkrieg fand hier ein wirtschaftlicher Boom statt, als der Automobilhersteller Henry Ford nach amerikanischem Vorbild ganze Städte gegründet hat und im großen Stil Kautschuk anbauen ließ. Nach dem Krieg verfielen die Weltmarktpreise für Naturkautschuk. Die Amerikaner zogen sich zurück, ihre Siedlungen werden heute wie ein Freilichtmuseum vorgeführt. Die Bevölkerung hat von dem Reichtum der Natur nichts. Etwa ein Fünftel des riesigen Urwalds im Amazonasbecken ist bereits vernichtet oder stark degradiert. Jährlich kommen viele tausend Quadratkilometer hinzu, die mit Kahlschlag oder Feuerrodung verloren sind. Durch Satellitenbeobachtungen kann man das heute genau verfolgen. Für die Menschen, die hier leben, entsteht eine absurde Situation. Sie leben in einer der ressourcenreichsten Regionen dieser Erde. Und trotzdem sind sie arm.
Viele Edelhölzer, zum Beispiel der in Europa beliebte Mahagonibaum, sind bereits so selten geworden, dass ihr Einschlag streng verboten ist. Riesige Flächen werden gerodet und drohen durch Erosion unfruchtbar zu werden. Die deutschen Wissenschaftler besuchten das Pilotprojekt Komfluma südlich von Santareng, bei dem mehrere Kommunen den Wald in einem geschützten Naturpark nachhaltig zu bewirtschaften versuchen. Tief im fast undurchdringlichen Regenwald wachsen die Riesen, auf die es die Holzwirtschaft abgesehen hat. Sie bieten ein enges Dach von Laub, durch das nur spärlich Licht nach unten dringt. Die Bäume werden einzeln kartiert und nach strengen Regeln ausgesucht. Die Größe ist entscheidend, aber auch die Baumart und was auf der Fläche dann zurückbleibt und nachwachsen kann. Möglichst schonend soll mit den Baumriesen umgegangen werden. Zwei Waldarbeiter fällen die Bäume und achten darauf, dass nicht zu viel Schaden an den anderen Bäumen entsteht. Schließlich werden die Bäume aus dem Wald geholt und verarbeitet. Der Forstwissenschaftler Marc Steinbrenner lebt seit 20 Jahren in Brasilien. Studiert hatte er ursprünglich in Freiburg. Gemeinsam mit den Kollegen aus Deutschland informierte er sich über das Projekt im Amazonas-Regenwald. Die Flächen, die Conflona zur Verfügung gestellt bekommt, also eine Art eine Betriebserlaubnis bekommt vom Staat, die umfassen etwa 1000 Hektar pro Jahr. Und wenn Sie dann 25 Kubikmeter pro Hektar holen, dann sind das eben 25.000 Kubikmeter, die verkauft werden bei Preisen zwischen 100 bis 200 Reais pro Kubikmeter. Also durch drei wären wir beim Euro in etwa. Das sind also schon erhebliche Einnahmen, die diesen Menschen dann zur Verfügung stehen. Und das Bemerkenswerte an dieser Kooperative ist, dass sie auch die anderen nicht direkt involvierten lokalen Bevölkerungsgruppen unterstützt. Bei 1000 Hektar pro Jahr bräuchte die Kooperative insgesamt die zigfache Menge an Wald, um ein Nachwachsen der Bäume zu ermöglichen. Noch ist die genehmigte Fläche zu klein, damit einerseits die Menschen davon dauerhaft leben und andererseits die Natur sich regenerieren kann. Aber solche Projekte sind beispielgebend und müssen verstärkt werden. Begleitforschung auch aus Deutschland soll helfen, Probleme frühzeitig zu erkennen und Arbeitsprozesse zu verbessern. Eine kontroverse Frage ist und bleibt, wie viel Holzeinschlag pro Hektar wirklich nachhaltig ist. Die Einnahmen müssen stimmen, denn das schwere Gerät ist teuer und muss finanziert werden. Würde man mit einfachen und traditionellen Methoden arbeiten, wären die Kosten geringer und der Einschlag ließe sich deutlich reduzieren. Doch wer will heute noch auf Maschinen verzichten? Und ist die Kooperative dann noch wettbewerbsfähig? So treten hier im Amazonasgebiet die Widersprüche zwischen ökologischer Tragfähigkeit und den sozialen Anforderungen einer wachsenden Zivilisation am stärksten auf. Doch es sind weniger die Menschen vor Ort, die den Regenwald auf Dauer vernichten, sondern die externen Investoren und Akteuren, die viel rücksichtsloser mit den Ressourcen umgehen. Diese Ressourcen landen letztendlich bei uns, in den USA, in Japan oder in Europa. Vereinfacht ausgedrückt, wenn wir Fleisch essen, Dosenbier trinken oder ein Auto kaufen, konsumieren wir auch ein Stück Regenwald. Das ist die harte Wahrheit. Wollen wir ihn schützen, müssen wir bei uns anfangen. Das war es für dieses Mal vom Hochschule Pforzheim Magazin. Ich freue mich, wenn Sie auch im nächsten Monat wieder mit dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.